Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 30. August. Kaninchen, ein schwaches Volk, dennoch legt es sein Haus in den Felsen. Sprüche 30, Vers 26. Der König Salomo zählt hier eine Reihe von Tieren auf und sagt von ihnen: Sie sind klüger, denn die Weisen. Dazu rechnet er nun auch diese Tiere, die Luther mit Kaninchen übersetzt hat. Aber es handelt sich um sogenannte Klippdachse. Die sind also klüger, denn die Weisen. Da wir Durchschnittsleute ein wenig dümmer als die Weisen sind, bleiben wir also beträchtlich hinter den Klippdachsen zurück. Ist das nicht unerhört, was Salomo hier sagt? Wir fragen ihn: Wieso sind wir dümmer als Klippdachse? Er antwortet uns: Weil ihr auf Sand baut. Da hören wir im Geist den Herrn Jesus, der die Bergpredigt so schloss: Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf Sand baute. Da nun die Stürme wehten, fiel es. Trifft uns das? Wir hören wohl von Jesus und seinem Wort, aber machen wir ernst mit der Nachfolge? Seht doch die Klippdachs-Weisheit. Sie legen ihre Wohnungen in den Felsen. Seltsam, dass hier nicht steht, in die Felsen. Aber Salomo braucht die Einzahl, um uns nachdrücklich darauf zu stoßen, dass er hier bildlich und geistlich redet. Es gibt nur einen einzigen Felsen, auf den wir unser Leben bauen können. Von diesem Felsen sagte Mose: Der Herr ist ein Fels. Und da sah er im Geiste den Heiland, den Herrn Jesus. Der ist der rechte Baugrund. Paulus sagt: Ein anderer Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Jetzt kommt also alles darauf an, dass wir unser Leben auf diesen Felsen bauen. Wir wollen demütig genug sein, von den Klippdachsen zu lernen. Herr, gib uns die rechte Lebensweisheit. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.